Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Heute ist Montag, heute ist Max Out Monday. Wir haben eine Box am Start und ich schaue mir gerade hier so die Liste durch, was ich maxen kann. Das ist, glaube ich, einmal das Zebra, einmal die Fledermaus und einmal der Maulwurf. Wenn ihr versteht, was ich meine. Es sind, glaube ich, noch ungefähr 18, nach heute 15 Sachen von Gen 5, die ich maxen kann. Ungefähr. Plus, minus ein paar Sachen und dann bin ich erstmal so weit, wie ich maxen kann. Bis dann, bis wir alles gemaxt haben, kommen dann hoffentlich neue Sachen, aber das war so ganz grob. Und das sind halt 6 Wochen, 6 mal 3 ungefähr, 18. Und ja, dann haben wir es eigentlich geschafft. Und wenn ich 18, also wenn ich pro Pokémon 200.000 mit einrechne, an Sternstaub sind das halt 3,6 Millionen. Und momentan habe ich 2 Millionen, das heißt, ich bräuchte nur 1,6 Millionen. In 6 Wochen 1,6 Millionen Staub machen, nebenbei, ist nicht unmöglich. Ist sogar wahrscheinlich sehr, sehr möglich, also... Staub hätten wir auch genug und ja, dann habe ich eigentlich alles gemaxt, was geht. Und dann kommen hoffentlich neue Sachen rein, die ich maxen kann. Wir haben auch eine große Aufgabe abgehakt. Aber fangen wir an mit dem Maxen. Ich fange an mit dem Zebra. Der war schon relativ hoch. Kostet trotzdem noch 200.000. Also wie gesagt, wenn ich mit jedem Pokémon mit 200.000 rechne, dann bräuchte man noch 3,6 gesamt. Also noch 1,6 Millionen. Dann haben wir den Maulwurf hier. Genau. Silvester gefangen. Also am 31. noch. Dazu hatte ich ja mal ein Video gemacht. Kostet weniger. Der war relativ hoch. 29. Level 28, 29, irgendwie sowas. Und die Fledermaus. Noch nicht entwickelt, weil man muss mit der gehen. Auch ungefähr 200.000. Also ja, schon teuer. Werde ich noch entwickeln, aber man muss 1 Kilometer mit der gehen. Und momentan gehe ich ja nur mit meinem Pokémon, die ich auf beste Freunde, Best Buddies aufziehen will. Ja, 600.000 ungefähr verloren. 1,4 haben wir noch. Nice. Wilma, schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr heute gemacht habt. Und natürlich wie immer liken und kommentieren und Glocke aktivieren, um mich zu unterstützen. Und... Grüße gehen raus an Loot Chest. Wir haben jeden Monat eine Box am Start. Mit ein paar netten Sachen. Ich fange mal an mit dem. Ihr seht schon ein paar nette Sachen. Mit dem Shirt. Ah ja. Yes, no. Yes, no. Was? Yes, no. You were blown. Oh mein Gott, Yamcha, man. You were blown up, game over. Make a wish, yes, no. RIP Yamcha, man. RIP Yamcha. Multipack Bar. Ein Schokogigel? Ja, der wird sich gegönnt. Groot, Kuscheltier. Sehr nice. Sehr, sehr nice, Alter. Das hatten wir schon mal irgendwie. Batman Cubes. Das ist irgend so eine Art Spiel mit Würfeln. Dann irgendwie so Geschichten erzählen mäßig. Hatten wir schon mal. Hier nochmal für euch. Ein... Oh, wie heißt der Kerl nochmal? Ryan Reynolds spielt den. Deadpool, ja, steht auch da. Armband. Eine Skyrim-Münze. Und, oder. Hey, das kann ich jemandem schenken. Eine Kollegin von mir pflanzt gerade Sachen an. Super Mario Feuerblumen Samen, aber hey, das ist chillig. Die hat mir noch letztens erst erzählt, dass sie ein paar Pflanzen gekauft hat und anfängt, ein bisschen was zu pflanzen. Richtig geil. Vielen Dank, Duchess. Jo, das war's von mir, Leute. Kurze Folge. 3 Pokémon gemaxt und wir kommen unserem Ziel immer näher. 15 fehlen noch ungefähr, wie gesagt, plus minus hier und da und dann an sich alles einmal gemaxt. Da gibt es nochmal ein großes Update, aber ihr wisst eigentlich, was, welche Pokémon mir noch fehlen. Dementsprechend, ja, hoffentlich nächste Woche, ne, Ende der Woche fängt ja Teil 4 an. Da kommt vielleicht irgendwas, was ich gebrauchen kann in 100. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren.
Check die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.